Gut, was haben wir hier? Ein Sternchen und ein bisschen Zeug. Sogar mit Ventilator. Dann können wir uns mal angucken. Ja, machen wir noch die zwei hier. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei, denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Was für ein Angeber, ey. Ich sehe da schon etwas. Ja, der Mond ist an sich auch schön. Ich sehe da etwas. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich sag euch jetzt erstmal nicht, was es ist. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch nicht. Früher oder später, falls ich daran denke, werden wir es sehen. So, hier haben wir eine Nachricht mit Zeit oder so. Irgendwie eine Sanduhr. Ich habe wiederkehrende Träume. Große, leere Städte. Kilometerlange verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Wenn die Menschen nur wollen, können sie fucking viel erreichen. Das ist allerdings richtig. Das sieht man auch in den letzten zig oder sagen wir mal wenigen hundert Jahren, wie unglaublich schnell alles vorangegangen ist. Ne? Wenn der Mensch etwas will, zum Beispiel, ich weiß nicht, das Internet oder so, irgendeinen Aspekt mal rausgreifen, das ist ja eine unfassbare, ja, letztendlich Bereicherung, eine unglaubliche Erfindung und ein unglaublicher Aufwand eigentlich, der betrieben wurde, um so etwas aufzubauen. Aber wenn man das wirklich will, ne, dann schafft man das schon. Natürlich kann das genauso gut nach hinten losgehen, wenn jemand oder wenn einige wenige böse Menschen böse Dinge wollen. Dann kann es auch schnell nach hinten losgehen. Ja, jedenfalls hier fangen wir vielleicht an. In, oh, weiß ich nicht, in welcher Richtung. Hier haben wir erstmal überhaupt keine weiteren Special Objekte, die wir brauchen, außer die Gemma. Scheint mir erstmal dann, was das angeht, relativ simpel zu sein, aber wird es bestimmt nicht sein. So, was war hier? Erhöhter Boden oder so hieß das, ne? Höherer Boden, okay. So, was haben wir hier? Ah, nice. Ist auch schön mit dem Sternenhimmel irgendwie. Ja, ja, wir haben verschiedene Erhöhungen. Ah, ja. Auch an diesen Anblick erinnere ich mich dunkel. Da sind Schlüssel, das ist schon mal interessant. Eieiei, jede Menge Gemma und so. Ich könnte jetzt natürlich direkt wieder die Ausrede bringen von wegen Übersicht in VR und so. Ist ein bisschen schwierig. Aber irgendwie geht das inzwischen ganz gut, finde ich. Irgendwie funktioniert das eigentlich in diesem Spiel soweit ganz nice. Insofern kann ich diese Ausrede eigentlich nicht wirklich erfolgreich anwenden. Naja, was wir machen könnten, ist von hier oben erstmal da oben, da drin ein bisschen was aufmachen. Und nochmal reingehen. Was wir halt nicht machen können, ist die Gemma da reinnehmen, ne? Durch dieses Tor hier. Schön abgeschlossen mit einem Holzbalken. Passt auch sehr schön. Na gut, das passt hier sowieso alles sehr schön zusammen, ne? Irgendwie antik und hast du nicht gesehen, altertümlich und bla. Und andererseits hier voll die moderne Technik. Aha, aber hier drin haben wir auch einen Gem. Das ist interessant. Dann könnten wir... können wir uns schon mal die Schlüssel holen. Das müsste eigentlich gehen. Dann haben wir den Raum hier vielleicht schon mal abgegrast, weißt du? Dann brauchen wir hier nichts mehr. Genau. Natürlich die Frage, wofür wir die Schlüssel brauchen. Vielleicht irgendwie am Ende für eine Tür oder so. Gucken wir mal, was haben wir hier aufgemacht? Okay, hier ist ein Fensterchen.
Aha, da sind Gegner. Vielleicht können wir die noch irgendwie jammen oder so. Das könnte natürlich sein. Sieht man hier noch was? Auch noch ein Tor. Aha. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwo hier hinten lang. Denn so irgendwie an den Gegnern vorbei. Ach du meine Güte, oh je. Wie sollen wir das denn machen? Wir könnten uns vielleicht... Warte mal, eine Idee. Wir könnten uns hier vielleicht einen Jammer reinnehmen schon mal. So. Ja. Genau, da war auch wieder eine Raterbittentafel, aber das machen wir nicht. Vielleicht können wir das irgendwie einmal machen oder so. Oder kriegt man am Ende irgendwie einen Lolli, wenn man das ohne dem geschafft hat. Den Jammer, pass auf, wir überlegen mal eben. Der Jammer, der steht jetzt da drin. Wir könnten von hier aus dieses Tor jammen. Das heißt, den Jammer könnten wir dann weiter mitnehmen. Und vielleicht brauchen wir den da vorne auch irgendwo, keine Ahnung. Und da ich jetzt keine bessere Idee habe, würde ich vielleicht einfach mal dieses Tor da jammen und gucken, wie weit wir kommen. Können wir mal ausprobieren. So, das Tor, das ist hier weiter ge... Habe ich nicht das gejammt? Ich habe das gejammt. Genau. Dann können wir den jetzt weiternehmen. Aha, und hier ist ein Tor. Na, guck an. So. Wir müssten... hier ist das Tor. Aber das müsste dann passen, oder? Nein, wir müssen die erstmal... wir müssen die erstmal desynchronisieren. Ich verstehe, wir lesen hier erstmal die Nachrichten. Bestimmt ganz viele Todesfälle oder so. Epitaph-Kind-Programm, Codename Subfaith, endete hier. Logik, verehrte den Gestalter für Tage, hat danach die Schlange in sein Herz gelassen. Letzter Speicherauszug, ich bitte den Gestalter um Vergebung, sodass ich mich ihm im ewigen Speicher anschließen darf. Programmabkömmling Samsara Schieb, aha. Abkömmling G, aha, Samsara Schieb. Interessant. Ich vermute, jemand fand hier sein Ende, sag ich doch. Es scheint, als ob hier alle irgendwie verbunden sind, soweit, so wie entfernte Verwandte. Verschiedene Versionen, verschiedene Serien, was sind wir? Hier, wen kümmert's? Sei nur froh, dass wir nicht mehr über unseren mächtigen Gestalter lesen müssen. The Greek, aha, mein neuer Name. So, das Problem ist, die sind hier synchronisiert. Das heißt, wir müssen sie erstmal desynchronisieren, damit wir... da durchkommen. Aha. Das bedeutet jetzt aber, wir müssen das nochmal anders machen. Ah, je. Okay. So viel zu dem Fenster da. Jetzt komme ich hier gar nicht raus, ne? Mit dem Jammer meine ich. Es ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir müssen jetzt erstmal das machen. Und das, glaube ich. Ja, doch. Das müsste jetzt eigentlich in zwei Schritten zu erledigen sein. Probieren wir es mal. Ja, das hätten wir eben gar nicht machen können. Da hatten wir den Jammer noch nicht, oder? Hier, wir jammen mal den einen. Wir warten mal ein bisschen auf den anderen, bis er ein bisschen Abstand gewonnen hat. Na, vielleicht reicht das, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht genau sagen. So, wir machen den wieder. Jetzt sollten wir es irgendwie wieder hinkriegen, das wieder zu herzustellen, was wir eben hatten. Das war so, ne? Genau. Können wir nämlich den Jammer wieder mitnehmen. Ja, das geht irgendwie in VR ganz schön schnell mit dem Teleportieren, sich hier vorzubewegen. Das finde ich ganz gut. Vielleicht könnte man auch überlegen, hier die Teleportgeschwindigkeit ein bisschen zu reduzieren oder so. Vielleicht ist das in der Aufnahme ein bisschen angenehmer. Keine Ahnung. Könnten wir in der nächsten Aufnahme mal ausprobieren, wenn ich dran denke. Ansonsten, naja, also für mich funktioniert es ganz gut, muss ich sagen. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich die nicht hätte noch weiter desynchronisieren sollen. Pass auf, wir bleiben mal hier und so, das geht aber, das funktioniert so und jetzt ist hier wahrscheinlich, nein, ach Mann, ist das fies, ja, die hätten wir wahrscheinlich, ja gut, das hat sich gerade erledigt, die hätten wir ganz am Anfang desynchronisieren können, oder? Ja gut, dann pass auf, machen wir es nochmal. Machen wir erstmal den von hier aus. Gucken uns den schönen Mond an. Das müsste jetzt eigentlich relativ schnell zu reproduzieren sein. So, reicht das? Ja, ne? Das müsste eigentlich dicke reichen. Können wir den machen?
Wir können... Wo ist der zweite? Wo war der zweite? Ach, da unten steht er. Können wir denn jetzt eigentlich schon mal den ersten Schritt hier vorbereiten? Das und das und das wäre es nämlich. Dann müssten wir hier reinstiefeln können. Nee, wir müssen erstmal den Jammer hier holen. Ein Augenblick, geht gleich los. Kennt's ja schon. So, dann holen wir uns den Schlüssel. Die Schlüssel. Das sind eigentlich so viele Schlüssel, die müssten eigentlich für viele Türen reichen. Aber nein, natürlich nicht. So, dann die hier einmal aufhalten. Oder den einen zumindest. Oh, wenn der da... genau, wenn er zu sehen ist, dann müsste das Dicke reichen. Gemma hinter der Tür. Und einmal... einmal die andere Situation... Herstellen. Tür auf. Tür auf. Tür auf. So. Und jetzt aufgrund von zu großem Eifer einfach sterben. Das würde jetzt super kommen. Okay. Ich hätte es fast tatsächlich geschafft. So. Ja, gut. Das müsste eigentlich gehen. So, ein bisschen Abstand wahren. Jetzt langsam hinterher schleichen. Nicht zu schnell, nichts überstürzen jetzt. Das wäre jetzt ein bisschen tragisch. So, das geht aber. Schön in der Ecke bleiben und da haben wir das Teil. Hoffentlich gibt es hier irgendwie einen alternativen Ausgang jetzt. Ja, sehr gut. Gut. Na, Daddy? Wie mache ich mich? Stimmt, werden irgendwann die Spieler auch eine Spracheingabe haben, eine Spracherkennung. Kann man sowas einfach mal zwischendurch fragen, weißt du? Früher oder später? Bestimmt. KI und so. So, machen wir hier einfach mal weiter. Hier unser erstes Rätsel mit, zumindest abgesehen von der Folge 0 natürlich, unser erstes Rätsel mit einem Ventilator. Der Mondmann. So, jetzt ist die Frage, ob das ein Hinweis sein soll auf Mond benutzen oder Mond was anderes. mal gucken. So, was haben wir denn hier? Wir haben Folgendes. Wir haben Ventilatoren. Die können wir hier einsetzen. So. Wir haben hier Plattformen. Da können wir irgendwas drauflegen. Zum Beispiel eine Kiste. Oder uns eventuell. Geht das? Müsste eigentlich gehen. Und dann könnte man theoretisch hier etwas draufstellen. Die Dinger werden aktiviert und dann... Achso, das ist sogar separat noch, verstehe. Naja, und dann würde so eine Kiste zum Beispiel losfliegen. Oder wir. Was passiert denn, wenn wir uns hier draufstellen? Okay. Das war jetzt etwas merkwürdig. Da muss man sich dran gewöhnen, aber das macht natürlich Sinn. Ansonsten wäre es mir ja ziemlich schwindelig geworden. Wir sind jetzt hier nicht rübergetragen worden. So aus der First-Person-Ansicht, sondern er hat mich hier hingestellt, hat mir dann gezeigt, wie ich aus der Third-Person-Ansicht hierher fliege. Mal vielleicht kurz gesehen. Und dann war ich halt hier angekommen. Okay. So, wir können auch wieder zurück. Das ist interessant. Hier ist eigentlich auch schon das Teil. Das heißt, wir müssen auch noch eine Kiste, also die Kiste von da drüben, herbefördern. Fragezeichen. Oder... alternativ irgendeinen anderen Gegenstand. Das müsste eigentlich gehen. Weil ich vermute mal, dass wenn wir die Kiste da jetzt rüberfeuern, das könnte eigentlich auch gehen. Das können wir auch mal probieren. Das würde wahrscheinlich auch andersrum funktionieren. Aber was ist, wenn wir die Kiste jetzt hier hinstellen? Das Ding jetzt hier benutzen, um den Schalter zu aktivieren. Da fliegt die Kiste, genau. Da fliegen wir. Hui! Ja, wenn man es weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Das ist ganz gut. Vielleicht ein bisschen verwirrend, aber kann man machen. Mal gucken. Ja, und dann können wir was auch immer für einen Gegenstand wir mitgenommen haben, hier hinstellen. Vielleicht hätte es auch nicht funktioniert. Uplifted haben wir gekriegt.
als Achievement. Vielleicht hätte es auch nicht funktioniert, den Ventilator hier rüber zu pusten. Ich kann es nicht sagen. Können es nochmal ausprobieren? Nee, können wir nicht. Doch, können wir schon. Ich kann den hier hinlegen. Ach, kann ich gar nicht. Okay, dann hat sich das erledigt. Und dann wollte ich mich hier draufstellen, um ihn so wegzupusten, aber es geht nicht. Okay. Okay, ja, und da es hier nichts mit Lasern zu tun hat, glaube ich nicht, dass wir was mit dem Mond machen müssen. Nur so by the way erwähnt. Wow, oh, das ist aber auch nice hier. Oh, ich sollte mich ab und zu mal wieder einfach hinstellen, ein bisschen die Gegend angucken, weißt du? Boah, es ist beeindruckend. In 2D auf dem Monitor bestimmt wieder nicht so. Tut mir leid, aber hier, boah, erkennt man richtig die Größe von den Dingern hier. Der Fuß ist so groß. Ja, der Fuß allein. Gut, was haben wir hier? Einmal kurz gucken. Laser. Mhm. Ah, das Grab. Oh, nice. So ein Innenraumrätsel mal. Schön, schön. Oh, was haben wir denn hier so? Okay, ich verstehe, dass ich dieses Siegel sammeln soll. Ich verstehe nur nicht, warum. Klar, die laute Stimme sagt mir, dass ich es tun soll, aber seine Welt hat keinen Zusammenhang, kein Ziel und keine Fundamente, aus denen ich einen Sinn konstruieren könnte. Dog. Und hier? Ich bin mir sicher, dass wir Antworten finden können, wenn wir nur lange genug suchen. Wir müssen zusammenhalten. Sagt Sheep. Okay. So, da ist das Teil und hier geht's scheinbar irgendwie so rum in diesem Grab. Aha. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben ein Laser. Wir haben ein Jammer. Gut, der Laser bringt uns erstmal nicht so viel. Aha, hier kann man auch noch aufmachen. Hier wird auch bestimmt ein Umlenker sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. So ganz ohne Umlenker ist ansonsten ein bisschen schlecht. Aha, wir haben natürlich shiny Hände und so. Da können wir natürlich auch den Laserstrahl einfach mal ablenken. Aber nee, nicht so permanent wie mit so einem Umlenker. Gut. Ja, was wir machen können, ist so. Genau. Dann können wir den Jammer mitnehmen und hier aufmachen. Reicht das denn schon? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Frage. Es wird bestimmt noch nicht so einfach sein. Doch. Doch. Tatsächlich. Okay. Was ist denn, wenn wir hier aufmachen? Und den Jammer mitnehmen. Bestimmt kommt da noch ein Tor, oder? Nö, gar nicht. Okay. Das war einfach. Das erschien mir recht einfach. Was ist denn hier passiert mit der Wand? Also echt Grabräuber. Die Lara war hier, weißt du? Guck doch mal ins Tomb Raider Let's Play. Mann, Entschuldigung. Ja, muss ja ein bisschen Werbung machen. Na gut, wenn dieses Video auch keiner guckt, dann nutzt es natürlich nichts. Aber hey, egal. So, das ist hier keine Nachricht, das ist nur der Eingang. Wie steht's denn hier statistikmäßig? Wo ist denn hier die Übersichtskarte? Weiß ich nicht. Hier, glaube ich. Eins fehlt noch, okay. Und der Stern, ja, der Stern. Der Stern. Müssen wir mal gucken, ob der echt in dem letzten Abschnitt da jetzt war. Sollen wir mal eine Lesesession zwischendurch machen? Na, komm schon. Also irgendwie ist das mit den Schaltern manchmal hakelig. So, hier ist, was ich mich gefragt habe, während sie dort draußen Gebote befolgt haben. Sie behaupten, dass Bewusstsein eine Art funktionelles System ist, ja? Wenn man nur ein paar Stücke Materie in der richtigen Reihenfolge anordnet, wird Bewusstsein plötzlich entstehen. Na, vielleicht nicht urplötzlich, aber letztendlich, ja. In der Theorie hört sich das ja ganz wunderbar an, aber wenn das... Was zählt, das ist, was ein Ding tatsächlich tut und nicht, woraus es besteht. Könnten wir beide dann nicht eine Aneinanderreihung von Büchsen und Schnüren basteln, die als bewusst gewertet werden kann? Ja, natürlich. Ich bin nicht sicher, ob ich so weit gehen würde. Ja, allerdings. Also aus einer Aneinanderreihung von Büchsen und Schnüren...
ist eine Aneinanderreihung von Büchsen und Schnüren überhaupt Turing vollständig, würde ich jetzt fragen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es so einfach ist, aber vielleicht existiert eine Kombination, die, weiß ich nicht, die irgendwas Ähnliches simulieren könnte. Aber nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde. Das könnte man auf jeden Fall mal sagen. Wie steht es mit einem Computerprogramm? Ja, sage ich auch Turing-Vollständigkeit. Nehmen wir mal an, dass wir eine perfekte Simulation des Gehirns erschaffen würden, nur dass sie aus Transistoren und nicht aus Nervenzellen besteht. Wäre sie nicht auch Bewusstsein? Ja, nein, das wäre sie nicht. Perfekte Simulation des Gehirns. Ich bin bereit, so weit zu gehen, jetzt mal Ja zu sagen. Was ist denn dann der Unterschied zwischen dem Computer und den Blechbüchsen? Sie sind beide nichts anderes als vom Menschen erschaffene Systeme. Ja, deswegen fragte ich ja, ob die Büchsen und Schnüre ein Computerprogramm ausführen können. Jedes beliebige darüber hinaus, abgesehen von Quantencomputer und so. Ja, egal. Computer sind elektrisch. Kann man eigentlich jeden beliebigen Quantencomputer simulieren durch einen herkömmlichen? Ich weiß es nicht genau. Computer sind elektrisch. Ja, Computer können sich nicht an Dinge erinnern. Das halte ich für ein Gerücht. Ich fange an zu glauben, dass ich ein Computer bin und ich habe ein Bewusstsein. Ja. Ich kann den Unterschied nicht erklären, aber es gibt einen. Ich befürchte, es gibt keinen. Ich fange an zu glauben, dass ich ein Computer bin und habe ein Bewusstsein. Das finde ich gut. Mach ich mal. Guter altmodischer Speziesismus. Sie bestehen aus anderem Zeug als der Typ, also fühlt er keinen Schmerz, wenn sie sein Haus niederbrennen. Egal, ich bin sicher, sie können eine bessere Begründung finden. Ach so, ich muss was anderes nehmen, na sowas. Können sich an Dinge erinnern? Habe ich das eben falsch gelesen? Oh, das tut mir leid. Können sich an Dinge erinnern? Ich kann den Unterschied nicht erklären, aber es gibt einen. Ich befürchte, es gibt keinen. Sind elektrische. Es könnten auch mechanische Computer entsprechende Systeme simulieren, wenn auch sehr langsam wahrscheinlich. Computer können sich an Dinge erinnern. Boah, irgendeine Form von Speicher. Die Blechbüchsen, die tun erstmal nichts, weißt du? Die können sich an sich nicht bewegen. Da passiert erstmal nichts. Ich kann den Unterschied nicht erklären. Es gibt ein. Können sich an Dinge erinnern. Das können die Blechbüchsen erstmal nicht. Ja, also Blechbüchsen, die fachmännisch angeordnet wurden. Strengen Sie sich ein bisschen mehr an. Fachmännisch angeordnet, ja, davon war nicht die Rede. Dass ich ein Computer bin, nee, haben wir schon. Ich kann den Unterschied nicht erklären. Computer sind elektrisch. Probieren wir es mal. Sie wissen offensichtlich nicht, was Elektrizität ist und haben sie deshalb mythologisiert. Ja, wenn ich 100 Volt durch die Dosen jagen würde, würden Ihnen das reichen? Ernsthaft, sagen Sie entweder etwas Sinnvolles oder verschwinden Sie. Etwas Sinnvolles, yes. Okay, ich habe jetzt erstmal genug von Ihnen. Wenn Sie bereit sind, sich wieder erwachsener zu benehmen, können wir weiterreden. Okay, fair enough. Ist okay. Wissenschaft, Magie, HTML. Machen wir mal. Obwohl der Begriff Wissenschaft seine heutige Bedeutung nur in den letzten 600 Jahren aufweist, ist deren Ausübung doch weit älter als der Name. Es gibt Hinweise, dass noch vor Aristoteles Zeiten Wahrsager, Mystiker und dergleichen grundlegende wissenschaftliche Methoden angewendet haben, um die Zukunft vorauszusagen und ihren Kunden zum Staunen zu bringen. Eine Anekdote betrifft einen Handleser, der entblößt wurde, als zwei reiche Kunden ihre Vorhersagen verglichen und feststellten, dass diese identisch waren. Im Jahr 1948 hat diese Tendenz tiefsinnige persönliche Botschaften in vagen, mit großer Autorität verkündeten Beschreibungen zu finden, einen Namen bekommen. Der Fourier-Effekt, auch Barnum-Effekt genannt. Heute wird er in allen modernen psychologischen Theorien anerkannt. Mhm.
Gewichtsverlust 722. Eine Spam-Mail. Ah, sehr schön. Diätblock. Ach du meine Güte. Letzter Eintrag. Oh Mann, wenn es eine Sache gibt, die gut am unvermeidlichen Tod ist, ist es das Essen. Oh ja, Zuckerschnecke. Ich werde alle schrecklich ungesunden Lebensmittel, die es nur gibt, essen. Ich werde Gelee-Bananen verschlingen, wie ein verrückter Affe an Affenweihnachten. Und kennt ihr diese Muffins, die einen flüssigen Schokoladenkern haben? Das wird morgen mein Frühstück sein und Burger zum Mittagessen. Und ich meine damit Burger, die so fettig sind, dass man mit ihnen eine ganze Fabrik ölen könnte. Dreifach Speckburger mit Doppelkäse und extra Zwiebeln und Mayonnaise und Ketchup und Senf und dicke, fettige, saftige Frikadellen. Und dann ölige, dicke Pizza mit würziger Salami und Barbecue-Soße und Oliven und Jalapenos und saurer am Essenskoma. Ich komme. Oh Gott. Ja, dafür hat man jetzt sich aber nicht so viel Mühe gegeben mit der Diät, oder? Oh Mann, das kann ja heiter werden. Akadi Tagebuch 81. Aha. Bin von Drennens Projekt fasziniert. Wunderbare Unterhaltungen betreffend Talos-Prinzip, griechischer Philosophie, Anwendbarkeit auf momentane Situation. Habe als Projektnamen Talos vorgeschlagen. Drennen wehrt sich, aber der Dame scheint im Team Anklang gefunden zu haben. Erhalte stündlich Zehntausende von Dateien. Unsere ganze Geschichte. War's das? Konnte man da nicht. Nö, konnte man nicht weiter scrollen. Okay. Exit und wir machen das letzte Teil und ich glaube, da mache ich eine kleine Pause. Oder? Wie spät ist es inzwischen? Ja, 8:30 abends unter der Woche. Ja, dann kann man mal wieder ein Päuschen machen. Heute läuft es irgendwie. Ich habe sogar fast Bock, noch ein bisschen weiterzumachen. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Okay, also. Hier kommt jetzt alles zusammen. Mondschuss. Okay, das ist schon ziemlich eindeutig jetzt. Können wir mal eben gucken. Können wir das Ding von hier aus sehen? Ja, oder? Das ist es doch. Da muss man sehr genau zielen. Mit zittriger Hand ist es ein bisschen schwierig. Aber seht ihr, wo das hinführt? Ja. Ah ja, stimmt ja. Da passierte ja etwas. Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Schön. Okay. Aha, es ist nur eine Halbkugel. Na, guck einer an. Hihihi. Und was kommt da zum Vorschein? Ach, na, guck an. Aperture Science, oder wie hieß das nochmal? Ich glaube schon, oder? Oder irre ich mich da gerade? Naja, auf jeden Fall, da habt ihr es. Oder war das jetzt echt nur ein kleiner Gag und das führte jetzt gar nicht zu einem Sternchen? Das kann auch sein. Schön. Ja, Easter Egg Time, wa? Hihihi. Yay. Und die Musik, die kommt jetzt davon, oder? Schätze ich mal. So, und was können wir machen? Wir haben einen Sender. War da noch was? Nee, ich glaube nicht. Wir haben einen Sender. Wir haben eine... Ah, ja, ja, ja. Ach, das wird easy. Easy peasy. Wir haben noch eine Kiste. Müssen wir die eventuell verwenden? Das könnte sein. Wir holen uns die mal ran. Könnte nämlich sein, dass es noch etwas höher sein muss. Wir verbinden das Ding dem und dem. Wir stellen es hier drauf. Wir machen... Achso, ich bin ja auch so schlau. Das ist ja ein Knopf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, wir machen es erstmal aus. Machen das hier drauf. Wir verbinden es nochmal. wo ist das Ding? Da. So. Und jetzt die Kiste zum Aktivieren wahrscheinlich, ne? Ja, so wird das was. Schön. Können wir da drauf? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben die Kiste darunter geschubst. Na gut. Wiederum fair enough. Habe ich verkackt, aber ich musste es einfach mal ausprobieren, ne? Können wir auch mal machen. Ansonsten verpasst man noch irgendwie eine wichtige Mechanik oder so, ne? Mal ein paar Sachen ausprobieren.
Spieltrieb und so, ja. Wir sind ja eine Person auch, wie wir schon festgestellt haben. Und eine Person ist ja ein Problemlösungssystem. Genau so haben wir nämlich geantwortet. Und ja, die Menschen haben es so an sich, haben wir auch schon gehört, dass sie auch einfach nur so herumspielen mit den Dingen, nicht wahr? Ja. Ja, ich würde fast gerne noch ein paar weitere Rätsel machen, aber ich sollte an dieser Stelle ein Päuschen machen. Ja, ich werde hier einfach mal stehen bleiben. Vielleicht hier vor der 3 oder so, dann wissen wir direkt, was Phase ist das nächste Mal. Achso, aber da war ein Sternchen, ne? Da war ein Sternchen, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich hätte es offen gesagt nicht gesehen. Da weiß ich nicht, was man da noch machen muss, aber hey. Gucken wir dann irgendwie das nächste Mal oder so. Ja, auf jeden Fall gucke ich mal eben, wo ihr seid. Da seid ihr. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich wie immer bedanken, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in einer der nächsten Aufnahmen wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.